Aristo, ein wirklich traditionsreicher Uhrenhersteller, macht nicht nur Flieger, Sportuhren und Uhren, die ich unter experimentell in Anführungsstrichen abhaken würde, sondern auch Dresswatches in einer typischen Dresswatch-Größe von unter 40 mm zu einem sehr vernünftigen Preis. Wenn ihr mehr erfahren wollt, bleibt dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Der deutsche Traditionshersteller Aristo baut nicht nur Fliegeruhren, Uhren aus Carbon und Uhren, wo ein bisschen mit Material und Design rumgespielt wird, sondern auch ganz, ganz klassische Dresswatches in unter 40 mm, wie die, die ich euch jetzt zeigen möchte. Die Aristo Dessau 2 mit der Referenznummer 7H107 wird angetrieben von einem Automatikwerk, und zwar handelt es sich hierbei um das ETA 2824-2. Die Uhr hat einen Durchmesser von 38,5 mm und hat eine handvermessene Bauhöhe von 11,1 mm. Die Anstoßbreite beträgt 20 mm und der Abstand zwischen den beiden Hörnern beträgt handvermessene 44 mm. In der Uhr ist ein ganz leicht gewölbtes Mineralglas verbaut und die Uhr ist bis 50 Meter oder 5 Bar wasserdicht. Die Rückseite hat einen Sichtboden, der einen Blick auf das unverzierte Werk freigibt. Das Gehäuse ist aus gebürstetem Edelstahl und sehr sauber verarbeitet. Es gibt keine unsauberen Stellen oder Kanten. Die Krone ist nicht signiert und auch nicht verschraubt. Sie ist ausreichend griffig und wird nur durch Zug und Druck bedient. Das Ziffernblatt ist ein silberfarbenes Ziffernblatt mit einem Sonnenschliff, welches der Uhr ein außergewöhnliches und durchaus elegantes Aussehen verleiht. Schauen wir einmal, wie die Uhr am Arm aussieht. Dafür muss ich meine Uhr ablegen. Ich habe aktuell am Arm die Laco Frankfurt GMT. Die kommt jetzt zur Seite. Und die Dessau 2 von Aristo nimmt in meinem 17 cm breiten Handgelenk Platz. Und die 38,5 mm ist eine Größe, die ich als wirklich sehr, sehr angenehm an meinem Arm empfinde. Die Uhr gefällt mir aus unterschiedlichen Gründen wirklich sehr gut. Zum einen mag ich die Art der Zahlen. Das erinnert mich so ein klein wenig an die Zahlenart, an den Schriftart, die in den 50er, 60er Jahren verwendet wurden. Ebenfalls gefallen mir die zum Ende dicker werdenden Zeiger sehr gut, was der ganzen Uhr ein klein wenig einen 50er, 60er Jahre Charme verleiht. Das Datum hätte es für meinen Geschmack an dieser Position nicht gebraucht, aber als Bürouhr ist das natürlich sehr, sehr hilfreich. Mit ihren 63 Gramm ist das eine wirklich angenehm zu tragende Uhr. Ich weiß nicht, wie schwer das Band ist. Die 63 Gramm sind ohne Band, aber eine wirklich sehr, sehr angenehme Uhr am Arm. Made in Germany steht auf dem Ziffernblatt. Zu Made in Germany habe ich ja ein separates Video gemacht, was ich euch, na, wo verlinke ich es euch? Da oben verlinke ich euch das. Da könnt ihr meine Meinung zu Made in Germany nachlesen. Was ich auch sehr schön finde, ist die Form der Hörner, die ein klein wenig nach unten gebogen sind und sich so sehr angenehm um das Handgelenk legen.
Die Krone, wie gesagt, ist nicht signiert, was sehr schön zu der schlichten Anmutung der Uhr passt. Die Uhr kostet aktuell 475 Euro und wenn ich zwei Punkte äußern müsste, die ich gerne anders sehen würde, die Schließen sind von Aristo nicht signiert. Hier fände ich es ganz nett, wenn auch ein Aristo-Schriftzug auf der Schließe zu lesen wäre. Und das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Das Gehäuse ist mattiert, die Schließe ist poliert. Das lässt sich mit Sicherheit auch anders bestellen. Ich finde, das passt nicht hundertprozentig, aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, die sich mit Sicherheit beheben lässt. Ansonsten ist das eine Uhr, die mir wirklich gut gefällt und die ich auch bedenkenlos und problemlos jeden Tag tragen würde. Mit ihren 475 Euro ist diese Uhr definitiv nicht überteuert und wirklich ein Beleg dafür, dass es gute und attraktive Uhren aus Deutschland in einem wirklich erschwinglichen Preisrahmen gibt. Ja, wenn euch sowas interessiert, abonniert meinen Kanal, denn ich zeige euch immer Uhren, die ich ehrlich bewerte, wo ich ehrlich meine Meinung sage und die aus meiner Sicht nicht preislich abgehoben sind, sondern sich durchaus in einem Bereich bewegen, den man sich leisten kann. Ja, wenn euch das gefällt, bleibt dran, freut euch auf die nächsten Videos und bis dahin, tschüss, euer Axel.